So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ihr seht auch schon, ich habe aus dem Fortnite Crew Paket schon den neuen Skin. Ich persönlich finde, die Variante sieht da wirklich noch am besten aus. Aber quatschen wir nicht so viele, wir gehen direkt rein in den Shop, denn wir haben heute ein neues Emote auf jeden Fall drin. Denkt dran, ich kann es nicht voll abspielen wegen Copyright. Man kennt es. Ist jetzt kein besonderes Emote in meinen Augen, so nicht so ganz mein Geschmack, aber wir nehmen ja gerne neue Sachen entgegen. Also in dem Sinne, wenn ihr euch das Ganze gönnt, natürlich denkt dran, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-family, Grüße gehen raus. So, des Weiteren haben wir drin Schreckenfade mit passendem Rückenaccessoire und das Rückenaccessoire ist auch gleichzeitig die Pickaxe. Eigentlich wirklich ein sehr schöner Skin, wie ich finde. Zusammen natürlich mit dem Schrecken Omen auch, aber nee, gar nicht. Der hat diesmal nicht das Rückenaccessoire und auch nicht die Pickaxe, also passt da ein bisschen auf. Aber dafür den Umhang kostet beides 1500. Nee, hier der Skin kostet 1800, aber da habt ihr halt noch die Pickaxe dabei. Also da. Ich persönlich finde aber die männliche Variante echt schöner. Ja, dann haben wir noch Schrecken Oralhacke. Okay, die ist ein bisschen riesig, die passt ja noch nicht mal ins Bild. Ja, den Ton kennen wir schon. Und dann haben wir den Knorrer wieder zurück, auch in zwei Varianten wieder. Einmal in weiß-schwarz, einmal in blau-rot. Da gefällt mir auch eigentlich die Variante hier besser. Und des Weiteren natürlich das passende Rückenaccessoire dazu. Und dann haben wir noch im Shop Presslufthacker. Na gut. Da bin ich raus, also das ist überhaupt nicht meine Variante. Und Lauschsegel, auch ein schönes Emote, aber wäre mir persönlich ein bisschen zu groß. Und dann der Unterdrücker ist wieder da, den hatten wir ja früher, wo er rauskam, ganz oft im Shop. Ist in meinen Augen keine 2000 V-Bucks wert. Mit passendem Rücken, also zwar verschiedenen Stilen. Und dann haben wir die Plasma-Klinge. Gott, wie schnell sputen der mir hier die Stile durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, Fortnite hat ein bisschen was am Shop gebastelt. Alles sieht ein bisschen anders aus. Guck mal, wie schnell der mir durchrattert. Und dann haben wir Dreiecksmuster als Tarnung drin. Und natürlich nochmal das neue Emote. So, des Weiteren haben wir drin Abstrakt. Auch ein schöner Skin, wie ich persönlich finde. Natürlich auch in zwei Varianten. Einmal die dunkle Variante, einmal die helle Variante, sage ich jetzt einfach mal. Dasselbe haben wir natürlich auch beim Rückenaccessoire. Nee, Rückenaccessoire bleibt in dem Stil. Und dann haben wir drin Graffiti-Roller, kostet 1200. Ich sage, Pickaxes sind so teuer. Dann haben wir die Paarpatrouille, die Golfakt. Ja, ist okay. Dann das Emote, was stinkt hier so? Ah ja. Dann noch setz dich doch. Das Emote, ich feiere das irgendwie schon. So, dann haben wir, wie gesagt, den Skin, das hatten wir schon. Dann haben wir jetzt nur noch die alten Sachen dran drin. Einmal Justin Jefferson Spinnpaket mit dem Emote, macht den Crazy. Das Lied ist schon geil. So, dann natürlich Rot versus Blau, ich weiß, es ist kein Travis Scott drin, aber ich kann es leider nicht ändern. Lasst es nicht bei mir in den Kommentaren raus. Aber ich kann natürlich verstehen, dass da einige wirklich ein bisschen sauer sind. Und wie gesagt, die hatten wir ja gestern schon drin. Also der Shop ist wieder diesmal riesig. Ihr merkt, ich bin jetzt schon 4 Minuten dran und gehe noch nicht mal auf wirklich alles ein, weil wie gesagt, den Kram hatten wir gestern schon drin. Amubis Spind ist auch noch drin mit rasender Ansturm. Dann die Goldene Woche ebenfalls noch komplett drin mit allen Samurai. Und hier unten sehen wir noch, Fortnite Crew Paket ist da. Wenn ich drauf gehe, habe ich den Skin natürlich schon erhalten. Das bekomme ich noch, Rette die Welt habe ich ja schon. Dann Spotify Premium habe ich auch schon selbst. Battle Pass ist für Season 7 und in dem Sinne würde ich sagen, in Rette die Welt gibt es diesmal leider wieder keine V-Bucks zu holen, also da sind sie zurzeit richtig am Sparen
Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.